Tomorrowland, EDC, Creamfields. Festivalen für elektronische Musik, die Tausende von Leuten weltweit unzählen und begeistern. In my opinion, I think it's the voice of the generation, the musical generation of our time. Die elektronische Musik kann doch hier im Land seinen Anhänger mit immer mehr großem Publik und immer mehr lokalen Artisten. Das ist ein neues Ziel für die lokale Musik, die lokale Artisten von Lützburg, noch ein bisschen an die Welt rauszubringen. Wie von wo kommt eigentlich diesen Hype? Und wie schwer ist es, als Lützburger DJ den internationalen Durchbruch zu packen? Ich habe angefangen in einem Bar, wo es 10 Personen maximal gab. Wir sind zu Grevemacher, wo den Dani und Frank von ihrem kurzen Besuch heute zu Lützburg profitieren, für ein Familienrestaurant bekannter Irm zu sehen. Allzu Dax sind sie nicht mehr hier am Land, außer sie gehen angeladen, für abzulehnen, wie das heute der Fall ist. Ihre Karriere als DJ und Produzent hat sie aber hauptsächlich an das Ausland getrieben. Kennengelernt haben sie sich hier am Land und angefangen, als DJ-Duo Boosted Kids zu spielen, und sind uns in Italien gegangen, wo sie gebürtig hier kommen, für aus dem Hobby eine Karriere zu machen. En 2013, on a eu l'idée de créer quelque chose de plus, qui était plus concentré sur la musique EDM. Et on a créé ce duo Boosted Kids jusqu'à arriver à Dimitri Vegas et Mike qui nous a contactés pour travailler avec lui. Mit keinem geringeren Weg Nummer 1 DJ auf der Welt, Dimitri Vegas und Like Mike, produzieren sie dem nur Hautmusik. On a fait Gypsy, qui est sorti en 2013. On a remixé avec Steve Aoki, Axwell, dernièrement Armin Van Buren. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir, mais qu'il faut toujours être là sur le coup, bosser. Wie hart der Business ist, wissen das zwei DJ-Produzenten wohl am allerbesten. Der Martin Zollweg und der Steve Aoki, die alle beide auch vor kurzem heute zu Lützburg abgelöst haben. C'est vrai qu'il y a eu une accélération, on va dire, depuis 2009-2010, sous l'impulsion de quelques artistes et de quelques titres qui ont été très populaires à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis. En fait, ces musiques en général, c'est un peu le rock de la nouvelle génération. When you think of like the 60s, you think of Woodstock, you think of rock and roll. But there's something really exciting with electronic music, and it's really like when I think about it, when I go out in the crowd, when I was in the crowd, it's the kids that gravitated towards me. You know, this music really speaks to younger generation. Anfang von den 80er ist die Genre Musik abgekommen, dadurch, dass auch chinesische Instrumente auf den Markt kommen und viele Artisten wie Depeche Mode die kaufen. Recht mehr spät sind dann andere Varianten wie Hausmusik abgekommen, bis hin eben zu den letzten Jahren, wo sie tatsächlich boomt. Und dadurch aus gutem Grund, sagt Musikexpertin Christine Dalvo. Für eine ganze Reihe Jahre hat eine elektronische Musik am Anfang just an den Disco hören. Also die letzten Jahre läuft immer mehr elektronische Musik auch im Radio, respektive sie auch also an den Charts vertreten. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass die elektronische Musik sich immer mehr an der traditionellen Popmusik orientiert. Das ist sehr viel mehr kommerziell. Zurück bei uns ein Export-DJ-Duo Boosted Kids, die an der Tisch unterwegs sind für den Open Air Field Festival heute zu Lützburg, wo sie invitiert wurden, als Headliner abzulehnen. Von ein paar Jahren haben sie vor knapp 10 Leute abgelöst, heute sind es der Hunderten. Sie wird hier im Land, aber auch im Ausland auf den größten Festivalen. Es ist toute l'atmosphère qu'il y a autour qui nous passionne. Il faut faire ça, car on aime faire ça. Quand tu es sur le stage, quand tu es devant ton public, tu dois être content. Tu dois vraiment oublier tout ce qu'il y a autour, être focalisé qu'avec la foule que tu as devant. Voilà, c'est ça et c'est le top quoi. Die elektronische Szene wiest und wiest und dadurch dank diesen zwei Lützburger Produzenten, den Alex und den Thierry, die vor einem Jahr ein eigenes Label hier im Land gegründet haben. Wir probieren eben durch das Label nationale Artisten eben zu fördern. Das ist ganz wichtig, weil ich meine, heute zu Lützburg ist es schwer, für ein bisschen ins Ausland zu kommen, weil wir ein ganz kleines Land sind. Und
von der Musik hier gehört von Lützburg aus nicht so viele Ausländer mühen, aber als Motivation, weil eben da ein bisschen zu anderen. Angefangen hat für sie alles mit der Organisation von Evenementen, durch die sie am laufenden Jahren um internationale Niveau Kontakte geknappt haben, so dass es auch am Ausland schon über die Lützburger elektronische Musik geschwärzt wird. Zum Beispiel Mixmag in Deutschland, dann DJ Mag, das sind die zwei größten Zeitungen für elektronische Musik, die es gibt. Die haben auch als Musik zum Beispiel prämiert. Natürlich, die haben also die Musik gelauscht, das hat ihnen gefallen. Du siehst wie gesagt, hey, schick uns den dritten Track, den haben wir geschickt. Und die haben dann die allererste auf der Welt, die dann noch vier gestartet. Die Lokalartisten fördern dazu zu auch diesen Mann zur Mission gemäht. Das Sam Skills, der selber DJ ist, an der Lohr ein DJ-Show hat gemäht wird. J'ai toujours voulu apporter ça dans mon pays, donc, et puis voilà, c'était un projet qui m'a pris à cœur. C'est surtout pour partager. À un moment donné dans votre carrière, vous avez envie de partager. Egal ob ein Aufhänger ist oder schon die ein oder andere Kenntnisse hat, heute gehen alle möglichen Kuren angeboten. Aber wie meint, heute wäre just Teenager vertreten, tja, den jetzt ist. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants ici et après ils trouvent ça tellement cool qu'eux-mêmes ils prennent des cours après par la suite. Des gens de la police, des gens de l'armée, des gens des banques, des banquiers, des financiers, des gens de l'État. Franchement, je ne sais même pas vous dire le critère. Il y a vraiment de tout. Es tut sich also definitiv etwas an der lokalen Szene und es scheint auch weit mehr wie ein einfacher Trend zu sein. Immerhin lebt diese Genre Musik an der Tisch ja auch bei uns auf den Radios oben auf. Es wäre zum Beispiel ganz froh, dass am Moment, dass den Kungs nennt den sich, das ist ein DJ aus Frankreich, den auch den Moment zwei Hits im Radio laufen hört bei uns, unter anderem zum Beispiel die heute Single. Ja, voilà, das kann er bestimmt. Und die können übrigens auch ganz geschwind live auf Lützburg. Das heißt, kann er noch an den Atelier gucken gehen. Und auch der Boosted Kids Duo Dani und Frank waren sicherlich nicht viel leicht an ihrer Heimisch für abzulehnen.